Schnell, schneller Gauss. Der Frame, welcher mit jedem einzelnen Schritt seine Fähigkeiten lädt und windschnittig auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. In diesem Warframe Gauss Guide beginnen wir mit ein paar wissenswerten Fakten rund um den Sprinter und seine Signaturwaffen Akzeltra und Akarius. Danach gehen wir fließend in einen kurzen Basiswertevergleich mit allen anderen Warframes ein, durchlaufen Schritt für Schritt jede einzelne seiner Fähigkeiten und fassen am Ende schnell deren Skalierung zusammen. Dann gibt es wie immer beispielhafte Mod-Setups zum Orientieren und zum Ende des Guides gibt es noch eine Erläuterung der Nützlichkeit und des Einsatzgebietes inklusive einer Erläuterung, wie wir geschwind an Gauss gelangen können. Bei Updates, Fehlerkorrekturen oder Änderungen wie beispielsweise neuen Augment-Mods findest du alles Wissenswerte dazu direkt in der Videobeschreibung. Der offensichtlich nach Carl Friedrich Gauss, einem deutschen Mathematiker, benannte Warframe, kam nicht allein ins Spiel. Neben seinem besten Freund Grendel, zu welchem ich oben in der Ecke auch bereits einen Guide gemacht habe, hat dieser Frame zwei Signaturwaffen bekommen. Der superschnelle Mikroraketenwerfer Akzeltra, welcher explosive Projektile mit hoher Crit-Chance, Crit-Multiplikator, Feuerrate und großflächigem Explosionsradius verschießt, als auch die Dualpistolen Akarius, welche ein paar von zielsuchenden Raketen mit hoher Startechance und noch größerem Explosionsradius haben. Die explosiven Geschosse beider Waffen zünden jedoch zur Sicherheit erst nach einer kurzen zurückgelegten Distanz. Einzigartig und erwähnenswert ist hier auch die verkürzte Nachladezeit, wenn mit den Waffen jeweils gesprintet wird. Diese ist sogar noch weiter verkürzt, wenn sie auf Gauss ausgerüstet sind. Passend zu unserem letzten Warframe-Guide haben wir auch hier ein kleines Easter Egg. Da Mac einen Alternativhelm namens Gauss besitzt, hat unser Geschwindigkeits-Warframe äquivalent dazu einen Alternativhelm namens Mac. Gehen wir nun über zu den Basiswerten, fällt uns direkt der unfassbar hohe Grundwert der Laufgeschwindigkeit auf. Gauss erreicht hier mit 1,4 den Höchstwert aller Warframes und kommt umgerechnet und vollständig gemoddet auf einen Wert von 121,2 Meter die Sekunde oder auch 436,32 km/h. Wenn dich interessiert, wie ich auf diesen Wert von einem Drittel der Schallgeschwindigkeit komme, dann empfehle ich dir mein Video zum schnellsten Warframe im Spiel. Abgesehen davon sehen die restlichen Basiswerte aber auch nicht sonderlich schlecht aus. Lebens- und Rüstungspunkte liegen nur knapp unter dem Durchschnitt, Energiewert knapp darüber und die Schilde übertreffen diese sogar um mehr als 100 Punkte. Gepaart mit unserer Laufgeschwindigkeit und dem Schildgating müssen wir hier uns also deutlich unwahrscheinlicher Sorgen machen, im Kampf leicht besiegt zu werden. Damit Gauss auch Gebrauch von seiner Geschwindigkeit machen kann, benötigt er nicht nur seine Energiereserven, sondern auch seine technologisch brandneue elektrokinetische Batterie. Diese passive Batterie können wir zu 80% der Fähigkeit nutzen und die restlichen 20% schalten wir erst mit aktiver vierter Fähigkeit namens Grenzwert frei. Als kleinen Zusatz obendrauf erhalten wir Bonus Schildladerate und Verkürzung unserer Schildladeverzögerung für jeden Prozentpunkt in unserer Batterie. Ist diese voll geladen, so liegt das Maximum bei 120% verbesserter Schildladerate und 80% verkürzter Ladeverzögerung. Da jede Fähigkeit mit unserer kinetischen Batterie anders umgeht, werde ich separat zu jeder aufzählen, inwiefern sie Energie auflädt oder entzieht. Passiv erhalten wir jedoch alle paar gelaufenen Meter 1% Batterieladung dazu und zusätzlich auch noch einige Prozent für das Wiederbeleben von gefallenen Verbündeten. Fallen wir aus der Welt bzw. müssen vom Spiel zurückgesetzt werden, so verlieren wir hingegen jeweils 3% und in Nullfeldern sogar ganze 15% die Sekunde. Angefangen mit der ersten Fähigkeit namens Machrausch, welche zwar 12,5 Energiepunkte sekündlich kostet, um aktiv gehalten zu werden, 15 Energiepunkte, um überhaupt erst aktiviert werden zu können, dafür jedoch auch sofort 10% Batterieladung beim Ausführen und 1% für jeden berührten Gegner beim Ausführen auffüllt. Machrausch stößt Gauss vorwärts, um genau zu sein 12 Meter in 0,2 Sekunden, falls wir die Taste kurz ankippen, oder auch 60 Meter die Sekunde, falls wir sie für längere Zeit gedrückt halten. Dabei kann auch die Fähigkeitstaste nach kurzer Zeit losgelassen werden und nur die Vorwärtslauftaste zum Aktivhalten der Fähigkeit genutzt werden. Sobald Gauss nicht mehr weiterlaufen kann oder eine der beiden Tasten losgelassen wird, stoppt die Fähigkeit. Während des ultraschnellen Sprintens können wir zwar über Wasser laufen, jedoch sind unsere Parcoursfähigkeiten stark eingeschränkt. Wir können zwar springen, jedoch nicht doppelt. Ebenso wenig rollen, Nahkampf angreifen, zielen, feuern oder selbst das simple Aufladen von Waffen stoppt uns bereits. Da wir ja mit jedem getroffenen Gegner unsere Batterie aufladen können, hat diese Fähigkeit logischerweise einen Zusatzeffekt. Beim Sprinten wird jeder Gegner in bis zu 4 Metern Abstand durch den Wind zu Boden gerissen. Und knallen wir mit aktiver Fähigkeit gegen eine Wand oder allgemein ein beliebiges festes Hindernis, so generieren wir eine 10 Meter Schockwelle, welche ganze 800 Einschlagschaden verursacht und alle Feinde im Radius wegschleudert. Im Gegensatz zu Volt verbessert Fähigkeitsstärke hier nicht die Geschwindigkeit. Einzig und allein laufgeschwindigkeitsverbessernde Mods machen uns noch schneller.
Dafür kann Stärke unseren Explosionsschaden verbessern und Fähigkeitsreichweite den Umwerfradius und Einschlags- bzw. Wegschleuderradius erhöhen. Die zweite Fähigkeit namens Kinetische Rüstung immunisiert uns gegenüber Umwerf- und Zurückstoßeffekten und vermindert den eingehenden Schaden der Schadenstypen Einschlag, Durchschlag, Schnitt, Kälte, Hitze und Explosion. Dieser Effekt hält bis zu 30 Sekunden lang an und entzieht uns dabei 50 Energie bei Aktivierung, 1,28% Batterieladung pro Sekunde, also fast 40% bis zum Ablaufen. Dazu kommen jedoch auch noch 1 bis 6,5% pro eingestecktem Treffer, je nach Schadenshöhe. Das sind zwar teure Kosten, aber dafür wird der eingehende Schaden um mindestens 20% bei leerer Batterie bis zu ganzen 100% bei voller Batterie reduziert, wodurch Gauss vollständige Immunität gegenüber diesen Schadenstypen erhalten kann. Um die teuren Kosten wieder etwas auszugleichen, werden 5% des absorbierten Schadens pro Treffer in zusätzliche Energie verwandelt und Nahkampfangriffe können ebenso unsere Batterie leicht aufladen. Die Rüstung deaktiviert sich automatisch nach ihrer Aufladezeit oder kann manuell deaktiviert werden. Nutzen wir zudem den Machrausch bei aktiver kinetischer Rüstung, so wandelt sich der Einschlagschaden von Gauss Schockwelle in Schnittschaden um, welcher auch noch den Blutungsstatus auslösen kann. Diese Fähigkeit skaliert zwar mit Fähigkeitsstärke, dennoch nicht gut. Grundsätzlich haben wir ja mindestens eine Schadensreduktion von 20-100%, je nach Batterielevel. Mit 250% Fähigkeitsstärke können wir zwar die minimale Schadensreduktion auf ein Maximum von 50% bringen bei leerer Batterie, die maximalen 100% jedoch bei voller Batterie werden beibehalten. Einzig und allein das nötige Batterielevel bis zur vollständigen Reduktion verringert sich auf 35% Batterieladung. Die aktive Zeit der Rüstung skaliert aber natürlich mit Fähigkeitsdauer. Diese Fähigkeit stackt und synergiert auch gut mit der Mod-Adaption, welche sich ebenfalls an eingehenden Schadenstypen anpasst und diese auch reduziert. Ebenso kann man damit gut Jäger-Adrenalin nutzen, damit die Energie bei Lebensschaden wiederhergestellt wird, da uns mit Hilfe der Reduktion nicht sofort die Lebenspunkte ausgehen. Andersherum kann man auch schnelles Denken nutzen, um gegenteilig die Energieregeneration der Fähigkeit auszunutzen, um uns damit vor tödlichem Schaden auf hohem Level zu schützen. Kombiniert liefern diese beiden Mods eine gute Symbiose. Dennoch empfehle ich sich entweder für Adaption oder die Symbiose zu entscheiden, da beides gleichzeitig ein wenig Overkill ist, auch wenn das natürlich jedem selbst überlassen ist. Mit Aktivierung unserer dritten Fähigkeit namens Thermale Zweisamkeit verbraucht Gauss 50 Energiepunkte, um in einem 12 Meter Radius um uns herum die kinetische Energie so zu transformieren, dass extreme Temperaturen herrschen. Dieses Feld bricht sehr schnell auf einen finalen Radius von 6 Metern zusammen, bleibt jedoch für 15 Sekunden lang aktiv. Tippen wir die Fähigkeitstaste an, so erschaffen wir absolute Kälte, laden unsere Batterie zu 10% auf und verursachen an allen Gegnern im Radius einen 4- bis 8-sekündigen Einfrierstatus vom Kälteschaden, je nach unserem Batterielevel. Neben dem Statuseffekt erhalten sie natürlich auch noch 150 bis 750 direkten Kälteschaden und dies sogar sekündlich, falls sie sich weiterhin im Radius befinden. Bereits durch Kältestatus verlangsamte Gegner werden bei einem weiteren Proc sogar vollständig in Eis gefroren. Halten wir stattdessen die Fähigkeitstaste, so überladen wir die kinetische Energie im Bereich und erschaffen statt dem Kältekreis einen Überhitzungskreis. Hierbei wird unsere Batterie nicht aufgeladen, sondern die 10% werden uns abgezogen. Der verbrennende Hitzestatus wird jedoch ebenso 4 bis 8 Sekunden lang anhaltend verursacht, inklusive 300 bis ganzen 1500 Hitzeschadenspunkten, je nach Batterieladung. Auch hier bleibt der sekündliche Schaden innerhalb des Kreises bestehen. Feinde werden aber bei aktiver Verbrennung nicht festgehalten oder ähnliches, sondern erhalten 100% zusätzlichen Schaden über Zeit. Dieser Effekt kann sogar mehrfach auf den Gegner stacken. Das Beste an dieser Fähigkeit? Wir können beide Ausführungen miteinander kombinieren. Nutzen wir zuerst eine thermale Kälteüberladung und direkt danach eine Hitzeüberladung, so kombinieren sich beide Schadenstypen und erschaffen Explosionsstatus. Betroffenen Gegnern wird dabei der ursprüngliche Status Proc entfernt und Explosionsstatus als auch Schaden hinzugefügt, welcher die Genauigkeit des Feindes verringert. Fähigkeitsreichweite erhöht hier den Ausführ- als auch den finalen Radius unserer thermalen Felder. Die Lebenszeit dieser wird mit Fähigkeitsdauer beeinflusst, ebenso die Statusdauer und ihr direkter und sekündlicher Schaden durch Fähigkeitsstärke und das Fülllevel der Batterie. Der Batterieverbrauch oder die Batteriewiederherstellung je nach Modus ist dafür aber mod-unabhängig. Als kleine Synergie können wir mithilfe unseres Machrausches durch ein beliebiges thermales Feld durchlaufen und erhalten den zugehörigen Hitze- oder Kälteschaden auf den Umwerfschaden oder die Schockwelle obendrauf. Unsere finale Fähigkeit namens Grenzwert bringt Gauss an sein Maximum, wodurch die letzten 20% unserer Batterie freigegeben werden und wir volle 100% erreichen können. Grenzwert benötigt einmalig 100 Energiepunkte zur Aktivierung und zusätzlich 2% unserer Batterieladung die Sekunde. Die Fähigkeit bleibt dabei bis zu 30 Sekunden lang aktiv und stößt Nahgegner bei Aktivierung zurück. Während unserem Grenzwert erhalten wir außerdem erhöhte Feuerrate von mindestens 15% mehr bei leerer Batterie bis zu ganzen 75% bei vollständig aufgeladener.
Selbiges gilt für unsere Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit, welche von 8 bis 40% reicht, unsere Nachladegeschwindigkeit von 10 bis 50% und unser Tempo beim Ausrüsten von Waffen um 20 bis 100% schnellere Ausführung. Logischerweise hören Fähigkeiten bei leerer Batterie nicht zwingend auf, lediglich ihre Effekte sind dann schwächer. Grenzwert hört erst beim Ablauf der aktiven Zeit auf oder sobald wir die Taste erneut betätigen. Mit aktivem Grenzwert fällt außerdem eine neue Anzeige von 0 bis 100% auf. Ab 80% Batterieladung erhöht sich dieser Prozentwert langsam und unter 80% verringert er sich auch wieder langsam. Halten wir diesen dabei bei vollen 100% oben, verbrauchen unsere Fähigkeiten keine Batterieladung mehr. Solange wir über dem Schwellwert liegen, verschießt Gauss auch zielsuchende Elektrizitätsprojektile auf nahe Gegner. Diese treffen zwar nur in 50% aller Fälle, dafür bringen sie Gegner ins Taumeln, haben eine gute Startchance und verursachen 400 Einschlags- und Durchschlagsschaden. Bei Deaktivierung der Fähigkeit fliegt eine unterschiedliche Anzahl auf einmal los. Der Schaden von diesen Projektilen skaliert mit Fähigkeitsstärke und die Anzahl ist abhängig von unserer Batterieladung, über dem 80% Grenzwert. Je höher dieses Level ist, desto genauer und öfter stoßen wir sie aus. Ihr Grenzwert skaliert außerdem normal mit Fähigkeitsdauer als aktive Zeit und zudem auch invers. Je mehr Fähigkeitsdauer wir ausgerüstet haben, desto langsamer steigt unser Grenzwert-Prozentsatz. Wozu sollte das nun gut sein? Naja, wenn er langsamer steigt, sinkt er auch langsamer. Nützlich, wenn wir diesen nur langsam abfallen lassen wollen. Oder auch mit negativer Fähigkeitsstärke verschnellern möchten. Zusätzlich zu all dem ist die Dauer unserer vier Buffs, wie wir bereits wissen, ja auch vom Batteriestand abhängig. Fähigkeitsdauer verlängert dieser sogar noch obendrauf. Haben wir den Grenzwert aktiv, so verringern wir sogar unsere Energiekosten vom Machrausch um die Hälfte. Eine aktive kinetische Rüstung gleichzeitig zum aktiven Grenzwert verleiht uns als Bonus noch 100% mehr Nahkampfschaden, und beim Treffer an Feinden eine 100%ige Taumelchance und die thermale Zweisamkeit zu guter Letzt erhält über dem Batteriegrenzwert von 80% Boni auf die jeweiligen Statuseffekte. Der Kälteproc friert Gegner sofort ein, der Hitzeproc verursacht den vollstmöglichen Schaden und der Explosionsproc hat den mächtigsten Bonus. Entfernt einen prozentualen Anteil der gegnerischen Rüstung, abhängig von unserer Batterieladung. Ist diese bei 100%, entfernen wir auch den gesamten Rüstungswert im Nu. Der eigene Schaden der Explosion wird sogar erst nach der Rüstungsentfernung angewendet. Kurz zusammengefasst als handliche Übersicht verbessert Fähigkeitsreichweite die Machrausch-Umwerfdistanz und die Einschlagsschockwelle als auch die Größe unserer thermalen Felder. Alle Fähigkeiten skalieren in puncto Energiekosten mit Fähigkeitseffizienz. Fähigkeitsdauer verlängert die aktive Zeit unserer kinetischen Rüstung, der thermalen Zweisamkeitsfelder und ihrer Statuseffektdauer und auch unserer Grenzwertauslastung. Jedoch invers mit unserem Grenzwertwachstum. Fähigkeitsstärke zu guter Letzt erhöht bei jeder Fähigkeit die ausgeteilten Schadenswerte, beziehungsweise skaliert Fähigkeitsstärke schwach mit der Schadensreduktion der zweiten Fähigkeit. Und leider nicht mit der Geschwindigkeit unseres Machrausches. Hier helfen wirklich nur Bewegungsgeschwindigkeitsmods. Mein Gauss-Modding fokussiert sich auf langanhaltende Buffs und gute Fähigkeitsnutzung. Die Kombination aus dem schnellen Denken und Jägeradrenalin funktioniert unglaublich gut mit unserer kinetischen Rüstung. Haben wir diese aktiv und beide Mods installiert, erhalten wir mehr Energie, als beim Entziehen verbraucht werden könnte. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, Adaption wäre zusätzlich nicht nötig. Persönlich mag ich aber das Gefühl, unsterblich zu sein. Besonders da ich oft viele Kuvalech-Gegner besiegen muss und wie viele hier schon wissen, ich ein großer Nahkampf-Fan bin. In Kombination mit Arcana Aegis und Barriere können selbst Level 100 Gegner uns nicht mehr annähernd etwas anhaben. Dank Kontinuität, Konstitution und Auge Nachricht erreichen wir hier auch einen sehr soliden Fähigkeitsdauerwert. Mit Prime Kontinuität landet dieser sogar bei um die 200%, was ich euch besonders auf Gauss nur empfehlen kann. Dadurch hält nicht nur unsere kinetische Rüstung schön lange an, sondern auch unsere Grenzwert-Buffs. Plus und Stromlinie verstärken hier noch einmal das Energiemanagement in Synergie für das schnelle Denken und passenderweise haben wir noch die Sprintverstärkung und interagierende Trift für einen schnellen Sprinter. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann Gauss auch auf Reichweite und Dauer zu einem Massenkontrolle-Warframe bauen. Vollständig auf Tank gehen kann man auch, einzig und allein auf maximale Dauer und Effizienz konzentrieren für permanente Grenzwert-Buffs oder sogar maximale Bewegungsgeschwindigkeit, welche wir bereits durch Sprintverstärker, interagierende Trift, schnelle Trift, Sprint und gepanzerte Beweglichkeit erreichen. Akku-Verbesserungsmods jetzt mal nicht mit inbegriffen. Doch was bringt uns solch ein Setup überhaupt in Warframe? Und wofür können wir Gauss überhaupt effektiv nutzen? Zum einen bringt es natürlich unendlich viel Spaß, mit der extremen Bewegungsgeschwindigkeit über die Eidolon-Eben oder das Orbis-Tal zu laufen. Besonders, da man über die großen Seen abkürzen kann. Der Kurzstreckenteleport von Arcwings funktioniert jedoch ebenso gut. Modden wir den Läufer wie in unserem Beispiel-Setup. So erhalten wir in hohen Level-Missionen schon mal viel aus und können dort lange überleben. Vergleichbar mit einem sehr mobilen Tank-Warframe. Dies eignet sich sehr gut für schnelle Missionen wie Gefangennahme, Sabotagen oder auch Rettungsmissionen. Ein Massenkontrolle-Setup mit Reichweite und Dauer kann unserer thermalen Zweisamkeit helfen, in Verteidigungsmissionen herauszustechen.
Machen die Gegner zu schnell zu viel Schaden, frieren wir sie einfach ein. Und haben wir genügend Schaden? Dann lassen wir sie zusätzlich noch verbrennen oder explodieren. Der Friereffekt lohnt sich besonders, wenn das Zielobjekt schnell Leben verliert, gegnerische Einheiten eine hohe Feuerrate haben oder es sich um Korpus handelt, deren Schilde extra Schaden durch die Fähigkeit erhalten. Die Verbrennung stattdessen, wenn wir gegen stark gepanzerte Feinde wie Grenier-Soldaten oder auch Infizierte verteidigen müssen. Und die Kombi zum Explosionsschaden ist sehr effektiv gegen Grenier-Maschinerie und uralte bzw. schwere infizierte Truppen, wie Heiler oder Brutmütter. Den genauigkeitsverringernden Explosionsstatus-Effekt kann man dabei eher vernachlässigen, da dieser nicht wirklich großartig bemerkbar ist, egal für welchen Spielstil und welche Moddung man sich entscheidet. Fähigkeitsdauer ist ein essentieller Bestandteil von Gauss, da jede relevante Fähigkeit gut diese verwertet und besonders die Buffs des Grenzwertes nicht mit Fähigkeitsstärke verbessert werden, sondern auch mit Dauer skalieren. Die Hauptblaupause für Gauss können wir im Markt für 30.000 Credits kaufen. Und die einzelnen Komponenten gibt es in der C-Rotation der Störungsmission Kelpie auf Sedna. Da Störungsmissionen nicht der natürlichen A-A-B-C-Rotation folgen, kann hier in sowohl der ersten als auch zweiten Rotation keine Gauss-Komponente erlangt werden. Erst ab der dritten mit mindestens allen vier verteidigten Konsolen oder ab der vierten oder jeder höheren Runde mit mindestens drei erfolgreichen Verteidigungen. Die Komponenten haben dabei mit jeder C-Rotation der Störung eine 7,84% Chance als Belohnung erhalten zu werden. Die Blaupause der Akzeltra und Akarius Signaturwaffen gibt es ebenfalls in Störungsmissionen. Hier jedoch ausschließlich von den infizierten Zerstörern in der dunklen Sektormission Ur auf Uranus. Beide Waffen haben dabei gerade einmal eine 1,25% Chance zu droppen. Pro Blaupause kann man also mit ca. 80 zu besiegenden infizierten Zerstörern rechnen, bis wir sie erhalten. Mit 160 Gesamtkills und 4 Zerstörern pro Rotation macht das 40 gesamte Rotationen der Störungsmission im Durchschnitt. Wichtig anzumerken bei Gauss sind die sehr teuren Kosten. Sowohl bei den Ostron of Cetus als auch Solaris United in Fortuna wird der vorletzte Rang benötigt, um an die Ressourcen gelangen zu können. Ansonsten können sie aber auch durchs Handeln mit anderen Spielern erhalten werden, um die Rangbedingungen der Fraktion komplett zu umgehen. Wenn du nun an deinen Feinden vorbeisprintest, da du keinen Schaden erhältst, wenn du nicht getroffen werden kannst, oder doch lieber die kinetische Energie in deiner Umgebung nach Belieben veränderst, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreib gerne in die Kommentare, wofür du den Sprinter am liebsten nutzt. Für mehr Guide- und Gaming-Videos den Kanal abonnieren, Glocke an und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Scholatello!